Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu meiner kleinen Minecraft-Reihe. Ja, ich dachte mir, dass es Zeit wird, das Ganze langsam mal weiterzumachen. Oh mein Gott, es ruckelt wie shit. Verzeihung. Ja, bei mir ist momentan so ein bisschen, obwohl jetzt geht's so halbwegs. Ich habe in letzter Zeit relativ Entschuldigung. Ich habe in letzter Zeit relativ wenig von dieser Reihe aufgenommen. Liegt aber auch daran, dass ich irgendwie relativ wenig Lust hatte auf Minecraft. Und jetzt, glaube ich, wird es aber langsam mal wieder Zeit, weil das ja eigentlich zu meinem 80-Abonnenten-Special gehörte. Und ich aber ja mittlerweile schon 100 Abonnenten zusammen habe und deswegen eigentlich schon wieder ein 100er-Special geplant ist. Warum das Ganze jetzt so lange gedauert hat? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so schnell jetzt die 100 Abonnenten vollkriege. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich ein 80-Abonnenten-Special und hätte ich gewusst, dass das so schnell geht, hätte ich mit dem 80er gar nicht erst angefangen, sondern hätte einfach direkt das 100er genommen. Ja, konnte ich ja jetzt aber nicht wissen und jetzt ist es eh zu spät, also mache ich jetzt noch schnell mit dem 80er-Special weiter. Die Frage ist jetzt, mit welchem Spiel geht es weiter? Wir hatten mittlerweile schon Ender Games, Survival Games, Hide and Seek auf dem Hive-Server, Herobrine auf dem Hive-Server und Rage Mode wiederum auf dem Gamma-Server. Ich habe Facebook immer noch offen. Befinde mich momentan wieder, wie man an den Ender Games und diesem riesigen, wundervollen G sehen kann, auf dem Gamma-Server. Jetzt ist die Frage, welches Spiel? Durch das Aura-Projekt von diversen Minecraft-Let's Playern, was ja mit Sicherheit viele von euch verfolgt haben, ist mittlerweile auch Aura auf dem, wie man auch hier oben sehen kann, auf den Servern, beziehungsweise auf dem GOMMES-Server, ja, spielbar. Ist im Endeffekt nichts anderes als das Aura-PvP-Event mit derselben Map und demselben Equipment, was die Jungs auf dem, also in ihrem Aura-Projekt hatten. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit reinnehmen. Und dann stand noch zur Auswahl Bed Wars von diesem Server. Also auf diesem Server, auf dem Gamma-Server, habe ich noch Aura und Bed Wars zur Auswahl. Auf dem Hive-Server kann ich hier mal kurz hingehen. Mehrspieler, Hive-Dings, Server betreten. Hier bin ich leider kein Premium-Spieler. Deshalb hätte ich hier das Problem, dass ich aufpassen müsste, dass ich auch wirklich in alle Spiele reinkomme. Hier habe ich mir überlegt, würde ich gerne Block Party zur Auswahl stellen. Survival Games Heroes, das finde ich ein sehr cooler Spielmodus. Habe ich aber selber allerdings noch niemals ausprobiert. Wäre dann also eine Premiere für mich. Oder Splag, wobei ich Splag irgendwie ein bisschen blöd finde. Deswegen würde ich sagen, gucke ich mal, ob ich eventuell. Mir fehlen ja noch drei Spiele. 6, 7, 8, genau. Das sechste wäre dann jetzt Aura. Ich gehe mal wieder zurück auf den Gamma-Server. Zack. Zack. Dann bin ich zwar nur auf diesen beiden Servern gewesen, aber ja. Ich würde sagen, das Aura-Spiel nehme ich auf jeden Fall mit rein. Das ist keine Frage. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht weiterhin so die ganze Zeit. Habe ich eigentlich irgendwas? Naja, ich habe das Internet noch offen, das ist aber alles. Gut. Dann, hier habe ich wohlgemerkt einen Premium-Account. Da oben, wie man so schön sehen kann. Ja. Deshalb wäre es möglich, dass ich hier einfach in die Aura-PvP-Welt joine. Was ich dann jetzt gleich auch tun werde und hoffe, ihr habt viel Spaß. Bis dahin. Ciao. Oh mein Gott, und da geht es schon los. Herzlich willkommen. Ah, zum Aura PvP. Hilfe. Okay, jetzt muss ich natürlich gucken. Die Schutzzeit beträgt noch 20 Sekunden, dass ich mich hier irgendwo verbarrikadieren kann. Möglichst schnell und fix und so, dass mich niemand direkt töten kann. Wie ihr seht, wir haben, wie schon gesagt, exakt dasselbe Equipment wie die Jungs beim PvP, bei ihren diversen PvP-Events. Wir haben den Stab mit Knockback, wir haben Enderperlen, wir haben Schneebälle, wir haben Kuchen, wir haben einen goldenen Apfel, ein Creeper-Spawn-Ei, einen Trank der Regeneration, einen Speedtrank und eine Angel. Mehr haben wir aber im Inventar nicht zur Verfügung. Wir haben natürlich auch die Eisenstiefel mit Federfall, Gott weiß wie viel,
Und die Eisenrüstung. Und jetzt kommt es halt drauf an, wie schnell wir unsere Gegner hier runterpoken. Ich habe es bis jetzt noch nicht sehr oft geschafft, Leute hier zu killen. Allerdings, ja. Mal gucken, ob sich das jetzt die nächste Zeit ändern wird. Ich habe es auch allerdings noch nie wirklich geschafft, alle Ressourcen, die ich so habe, auszunutzen. Meistens habe ich mich einfach nur versteckt. Ja, ich gebe es zu, ich bin feige. Aber mittlerweile sind schon nur noch gut, es sind 12 Spieler, die hier drauf passen. Warum 12? Fragt mich nicht. Man kann keine einzige Kiste hier öffnen und man kann auch nichts abbauen. Finde ich ein bisschen schade. Aber ist ja eigentlich auch der Sinn des PvP-Events, dass man sich da keine anderweitigen Vorteile irgendwie verschaffen kann. Wäre ja auch ein bisschen unfair. Zombies, Inventur, Inventar. Was? Wer fliegt? Der King Kick Kikok Zikoks? Das sind Leitern. Der Vorteil ist, es ist schon öfter vorgekommen, dass ich hier jemanden hatte, der einfach null Knockback hatte. Also den man wirklich mit diesen Stäben 20 Mal hätte schlagen können und die hatten einfach null Knockback. Ich habe es nicht geschafft, die irgendwie. Ist klar, in der Mitte des Turms, wo es keine gibt. Mann. Ach, Leute. Regt euch doch mal ab. Oh, ei, 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 ei. Hopp. Ja, hopp mit deinem Creeper. Da, 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 da. Stirb, stirb. Komm schon. Flieg, 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 flieg. Flieg, kleiner Bär, flieg. Du bist ein Wookie, oder? Bist du ein Wookie oder ein Bär? Ein Pedobär. Nein, Hauptsache ich sterb hier einfach direkt. Ja, komm, friss deinen scheiß Gold ab. Nein, ich werde. Nein, drei auf einmal. Ja, genau, Leute, jetzt übertreibt doch mal. Okay. Ja, drei auf einen ist auch mega fair, Leute. Das ist richtig gut, seid ihr, ey. Richtig gut. Auf zum nächsten Spiel. 3, 2, 1 und los geht's. Wuhu. Also, man muss natürlich immer am Anfang direkt irgendwas finden, wo man sich ordentlich verschanzen kann. Habe ich bisher noch nie wirklich gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal bei Ungespielt hier oben ins Haus. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hier oben hat man natürlich auch überall die Möglichkeit, ziemlich gut rausgekickt zu werden. Aber wir haben ja auch ein wundervolles Creeper-Spawn-Ei, das wir dann einfach irgendwem da unten auf den Kopf werfen könnten. Für den Fall, dass jetzt jemand hier hochkommt. Das letzte Spiel ist leider nicht so gut gelaufen. Ich hatte direkt ein Dreier-Team an der Backe, das mich ziemlich penetrant rausgekickt hat. Ich finde Teams auch in Aura nicht in Ordnung. Eigentlich. Ich finde Teams allgemein, es gibt ja mittlerweile die Team Survival Games, da ist das in Ordnung, da ist mir das auch egal, da gehe ich ja absichtlich dann auch nicht rein. Zum Glück gibt es mittlerweile. Ach so. Enderperlen, alles klar. Zum Glück gibt es ja mittlerweile auch die Ender Games, beziehungsweise, ach Quatsch, Survival Games, wo Teams verboten sind, wo man die auch dann melden kann, wenn da wirklich Teams irgendwie mitspielen sollten. Finde ich sehr gut, aber gerade bei Aura, was ja eigentlich ein richtig so jeder gegen jeden Event ist, finde ich das absolut nicht in Ordnung, dass hier irgendwie teilweise auch Dreier-Teams dann natürlich mitmischen. Das ist nicht so nice, ne? Okay, ich gehe mal einen höher. Hier ist ganz cool. Du bist ja so süß. Komm her. Komm her, komm her, flieg. Flieg, 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 flieg. Nein, nein, ich werde nicht fliegen, du fliegst. Komm her, komm her. Oh, jetzt ist er runter. Oh. Feigling. Nein, das ist gut. Natürlich ist das kein Feigling. Okay, jetzt habe ich meine sämtlichen Schneebälle einfach mal verballert. Aber ich fand es lustig.
Und habe mein Creeper-Spawn-Ei schon verbraucht, was jetzt vielleicht nicht ganz so schlau war, aber das ist mir egal. Also hier oben rumzustehen ist, glaube ich, auch nicht ganz so schlau. Hier kann man nämlich ziemlich schnell runtergekickt werden. Aber solange man seine Umgebung richtig im Auge behält. Wie viele sind wir denn noch? Genug. Richtig cool finde ich es allerdings, wenn nur noch drei oder vier Leute da sind. In der Regel, wenn nur noch vier Leute da sind, dann schlägt meistens einer vor. Ja, jetzt sind es nur noch fünf. Wenn wir vier sind, schlägt normalerweise einer vor, dass wir unten in Izzys Arena gehen und da dann ein richtig ordentlich faires vier, also jeder gegen jeden PvP-Match machen. Finde ich eigentlich eine echt coole Sache. Das Problem ist nur, dass viele dann trotzdem noch sehr unfair spielen und einen dann angreifen, während man gerade noch in die Arena reingeht. Also man muss einem schon so ein bisschen Zeit lassen, sich da zu positionieren, Leute. So ist das irgendwie sonst anders nicht Sinn der Sache. Hey du. Hey du. Na, was warst du für einer? Scheiße, ich hab dich nicht gesehen hier. Schmollbraten. Was? Ist hier schon wieder ein Team unterwegs? Ihr seid scheiße, ihr seid solche Noobs, Leute, ehrlich. Olaf? Olaf teamt? Wer ist denn Olaf? Hier gibt's keinen Olaf. Ja, genau, hier runter zu springen wäre jetzt sehr schlau. Ich glaube, ich stürze mich dann doch mal ins Getümmel hier unten. Essen habe ich noch voll. Jetzt nicht mehr. Hauen wir mal raus. Können wir ja. Wir können es uns leisten. VGG. Ach so, da ist schon wieder einer gestorben. Das heißt, wir sind nur noch zu viert. Theoretisch könnte ich ja jetzt mal vorschlagen, dass wir in die Arena gehen. Aber ich traue mich nicht. Wäre eigentlich schon eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Ich misch mich hier auch mal mit ein. Eieieiei. Yay. Oh, der laggt. Das ist ja fies. Nein, Leute, das ist unfair. Ey, das hier ist das Team, oder was? Komm schon. Schnauze. Yay. Hey. Vorsicht, Vorsicht, was ihr macht, Leute. Ihr seid fies. Hört auf, der laggt. Och nein, ihr seid doch fies. Und warum geht ihr jetzt beide auf mich? Seid ihr dieses Drecksteam oder was? Kommt schon. Macht doch keinen Scheiß hier. Komm, raus da! Ah, scheiße, nein, ich hätte ihn fast rausgehabt. Nein! Nein! Ey, Vorsicht, Vorsicht. Okay, das ist aber, so wie es aussieht, ist das kein Team. Sorry, wenn ich das jetzt hier irgendwie unterstellt habe. Das ist offensichtlich kein Team. Wow! Hilfe! Nein. Okay, aber irgendwie gehen trotzdem immer beide auf mich. Und gut, das ist bei drei Leuten natürlich auch immer so ein bisschen blöd. Ah, hier leckt wieder einer. Oder wie? Oder wie? Oder wie? Ja. Offensichtlich scheint man mit dem Stab hier nicht viel reißen zu können. Ah, ja, jetzt klopft so lange auf mich ein, bis ich tot bin. Das ist klar. Das ist wundervoll. Ihr seid richtig gut. Leute, hallo. Hey. Yeah. Zu zweit auf mich einkloppen ist scheiße, Mann. Warum kämpft ihr nicht mal gegeneinander? Hallo. Ja, la oh. Wisst ihr was? Geht mir so auf den Piss. Oh. Mein Gott. Los, jetzt bekämpft euch gegenseitig, ihr scheiß Kacknoobs. Ihr Drecksteamer.
komm schon. Ich kann gerade auch gar nicht viel reden, wenn ich ehrlich bin. Weil ich einfach die ganze Zeit... Nein. Nein. Nein! Flieg, du Mistkerl. Flieg! Hau ab. Los. Komm schon. Komm schon. Ja, komm, komm. Flieg, flieg, flieg raus. Flieg raus. Flieg raus. Flieg selber raus. Los. Wo ist denn dein Kumpel? Hä? 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 Was ist los mit eurem Team hier? Boah, ich bin einfach so mega. Oh Gott. Was ist denn der andere? Sind wir nur noch zu zweit oder was? Nein, da ist doch noch einer. Nein. Jetzt kommst du auch noch hier an oder was? Ja. Oh Mann, ihr Drecksteamer. Hauptsache, ich habe eure beiden Namen wenigstens hier drin. Ich finde das nicht in Ordnung, Leute. Das ist nervig. Wirklich. Ja, hallo. Jetzt haben die noch nicht mal mehr wirklich Knockback, ey. Boah, ich würde mir so wünschen, dass ich das noch gewinne. Aber ich kann es nicht mehr gewinnen, weil die beiden einfach mega unfair sind. Wisst ihr was? Haut ab. Was? Ach scheiße, Mann, ich bin gestorben. Ich glaube bloß nicht, dass ich jetzt GG schreibe. Das war überhaupt kein guter... Warum gehen die jetzt in die verfickte Arena, Mann? Aber erst zu zweit auf mich einkloppen, Mann. Das ist doch nicht fair. Mann. Und das hat noch nicht mal einer gesehen außer mir. Das ist doch zum Kotzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Folge jetzt nehmen sollte. Aber eigentlich sollte ich sie nehmen, weil ich habe eigentlich relativ lange durchgehalten und ich finde es eigentlich... Ach Mann. Ist doch kack. Warum zum Henker haben die jetzt beide immer auf mich eingekloppt? Mann. Er ist so in der Ecke. Das will ich jetzt noch sehen, wer von den beiden gewinnt. Hauptsache, der hatte seine kompletten Schneebälle noch. Ich weiß ja nicht mal, ob Teams in Aura wirklich erlaubt, ob wirklich verboten sind, aber ich finde es einfach nicht fair. Am liebsten würde ich die ja melden. Naja, gut.